Mord am Spargelhof. So oder so ähnlich lässt sich die aktuelle Soko-Linz-Folge Tödliche Ernte zusammenfassen. Und bereits vor der Ausstrahlung am Dienstag hat es darüber reichlich Diskussionsstoff gegeben. Denn Gemüsebauern aus dem Everdinger Becken haben sich über das Drehbuch und die Darstellung der Unterkünfte der Saisonarbeiter wenig erfreut gezeigt. Wie aufregend die ganze Episode dann wirklich war, haben wir Passanten in Linz gefragt. Ja, ich bin ja eine treue Seherin, weil ich ja Linzerin bin und darum schaue ich mir jede Folge an von Soko Linz. Aber naja, es wird nicht wirklich besser. Soko Linz ist, ich weiß nicht, für mich ein bisschen zu seicht. Also mir hat es sehr gut gefallen. Besser als die ersten Serien. Es war ein bisschen gescheiter, wenn sie es ein bisschen anständiger machen. Wir haben natürlich von den ganzen Geschichten vorher schon erfahren, was da gelaufen ist, irgendwie, dass es da Beschwerden gegeben hat an den ORF, wenn das und das gezeigt wird und dann wird was umgeschrieben und so. Das ist halt immer viel lustiger, wenn man das weiß. Und dann schaut man es erst recht. Ich habe es sehr wohl mitbekommen. Es ist aber teilweise ist ja auch richtig. Und teilweise werden sie natürlich in Verruf kommen. Das ist ganz klar. Also, es sollte sich jeder an der Nase nehmen, der solche Arbeiter hat und sollte wirklich das Beste draus machen, weil man ja froh sein muss, dass da sind. Herr Atteneder, die von uns befragten Personen haben die am Dienstag ausgestrahlte Soko Linz-Folge mit gemischten Gefühlen verfolgt. Wie hat sie denn Ihnen gefallen? Ja, die gemischten Gefühle würde ich unterschreiben, wobei die gemischten Gefühle eher so in Richtung schlecht gefallen tendieren. Denn es war eigentlich ein sehr schlechtes Drehbuch und auch die Episodendarsteller waren ja nicht wirklich gut. Das hat dieser Episodenfolge sehr geschadet und die Aufregung war ja davor. Da hat man sich sehr viel erwartet an kritischen Geschichten über Spargelbauern, Ernte, Fremdarbeiter und so weiter. Das war dann eigentlich eh weniger der Fall, finde ich zumindest, weil es ja auch entschärft worden ist. Das Drehbuch, aber es war im Kontext aller Staffeln, jetzt der zweiten Staffel, jetzt die Folgen, sicher die schlechteste vom Buch her. Sie haben schon angesprochen, groß war im Vorfeld die Sorge bei Everdinger Gemüsebauern, dass die Unterkünfte der Saisonarbeiter als völlig verwahrlost dargestellt werden. Hat sich diese Aufregung im Nachhinein auch bestätigt? Also in der Folge absolut nicht. Das war ja dann auch schon bei uns zu lesen in der Recherche, dass der Spargelbauer Meier, bei dem dann ja schließlich gedreht worden ist, die haben dann auch Schwierigkeiten bekommen, weil andere Spargelbauern gesagt haben, wie könnt ihr das zulassen, dass wir so dargestellt werden. Da weiß man ja bei diesem Spargelbauernhof, dass die ein relativ neues Quartier haben für die Saisonarbeiter, die tatsächlichen und die im Film, da wurde dieses Quartier dann noch absichtlich ein bisschen, ja, sagen wir mal, zerwühlt und irgendwie vernachlässigt hergestellt. Aber auch das war jetzt nicht so, dass man sagt, also die müssen wirklich leiden. Der Aufreger war ja am Anfang so, dass das Produktionsteams von Soko Linz einen Bauernhof gesucht hat, der eine alte Hütte, wo man sozusagen einfach Matratzen reinschmeißen wollte und dass das also wirklich eine Behausung für die Saisonarbeiter dann gewesen wäre, dass man dann ja draufgekommen, auch von der Landwirtschaftskammer und das wurde dann irgendwie unterbunden, dass man, weil die haben sich dagegen verwehrt, weil diese Zustände jetzt nicht mehr so sind, was auch stimmt. Ne? Als Mörder hat sich schlussendlich der Vorarbeiter des Spargelbauern herausgestellt. Das soll angeblich durch eine kurzfristige Drehbuchänderung zustande gekommen sein. Mhm. Wie hat sich denn das zugetragen? Ja, das hat mir der Innungsmeister der Gemüsebauern, der Herr Hammerdinger, gesagt, dass er dann aktiv geworden ist und versucht hat, dass im Landesstudio Oberösterreich beim Klaus Obereder, beim jetzigen Landesdirektor, sozusagen zu intervenieren, dass das jetzt nicht geht, also dass man da hier auch einen Spargelbauern dann auch noch als Mörder darstellt. Und wenn es denn wahr ist, also der Herr Hammerdinger hat das im Gespräch mit mir behauptet, der Herr Obereder hat keine Stellungnahme dazu abgegeben, dann wurde tatsächlich aus dem, der Mörder wurde, also nicht der Bauer, sondern der Vorarbeiter, musste dann letztlich dran glauben und als Mörder herhalten. Warum glauben Sie denn, dass ausgerechnet bei den Gemüsebauern die Sorge um das Image so groß war? Man muss ja an dieser Stelle dazu sagen, dass bereits an anderen Soko Linz-Drehorten ebenfalls gemordet wurde. Dort hat sich die Aufregung allerdings in Grenzen gehalten.
Naja, es ist die Saisonarbeit und bei den Gemüsebauern ist nicht nur ein Eva-Ding, da hat man eigentlich schon lange nichts mehr gehört. Das war immer wieder mal ein Thema im Machfeld. Gab es einmal einen Skandal, wo wirklich also die Unterkünfte menschenunwürdig waren. Und es wird ja jetzt auch, gibt es eine gesetzliche Änderung. Das Landarbeitergesetz wird jetzt geändert. Das soll jetzt in Kraft treten in den nächsten Wochen, wo das auch fixiert ist, also wie solche Quartiere sozusagen ausgestattet sein müssen. Und deswegen gab es eben diese große Aufregung, die ich persönlich jetzt nicht wirklich verstehen kann, denn gerade diese lokalen Krimis funktionieren ja deswegen, egal ob es im Fernsehen ist oder in Büchern, so gut, weil man Menschen, die man im Umfeld kennt vielleicht oder den Ort kennt, wie in dem Fall Linz oder Everding, das ist ja der Reiz eigentlich da. Dass man da zuschaut und die Handlung ist ja immer frei erfunden, die ist ja fiktiv und da hätte man ein bisschen mehr über den Dingen stehen können, finde ich. Herr Attenäder, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Danke.